Hallo und herzlich willkommen zu unserem Expo-Gottesdienst hier bei uns in der Stadtmission mit dem Thema, wenn die Seele schreit. Heute möchten wir die Menschen ermutigen, wo einfache Ratschläge einfach nicht mehr weiterhelfen. Wenn Sie noch mehr von uns erfahren möchten, können Sie uns gerne abonnieren. Vater, eine schwere Zeit kommt wieder auf uns zu. Eine Zeit, welche unsere Akzeptanz, Toleranz und Nächstenliebe testet. Bitte zeig uns den richtigen Weg, denn dein Weg ist voller Liebe, voller Frieden und frei von Sünde. Darum möchte ich dich bitten im Namen deines geliebten Sohnes Jesus Christus. Amen. Dann sieht eine Frau und sie nimmt die Maske ab. Wie oft passiert es uns, dass wir uns hinter einer Maske verstecken, sobald wir nicht so ticken, wie die Menschen das gerne hätten, wie die Gesellschaft uns das vorschreibt. Wenn wir traurig sind und depressiv, fangen wir an, einfach die ganze Zeit zu lächeln, weil das wird die Gesellschaft sehen. Wie oft habe ich den Satz gehört, Fabi, reiß dich zusammen. Ja, irgendwann kann man sich leider nicht mehr zusammenreißen. Und das kann sehr, sehr fatal enden. Und deswegen freue ich mich umso mehr auf das heutige Thema, denn es ist sehr, sehr wichtig, dass wir einfach die Maske abnehmen. Nicht nur am Ende des Tages, sondern immer mal wieder zwischendurch und der Welt zeigen, dass die Welt nicht durch Profit sich auszeichnen sollte, sondern durch Menschlichkeit. Ich möchte jetzt gerne auch was von Psalm 88 lesen. Zunächst einmal die Verse 1 bis 10. Herr, mein Gott, du allein kannst mir noch helfen. Tag und Nacht schreie ich zu dir. Lass mein Gebet zu dir dringen. Verschließe deine Ohren nicht vor meinem Flehen. Schweres Leid drückt mich nieder. Ich bin dem Tod schon näher als dem Leben. Jeder rechnet damit, dass ich bald sterbe, denn alle Kraft hat mich verlassen. Es geht mir wie den Toten, die du vergessen hast. Fern von deiner Hilfe liegen sie in ihrem Grab. Du hast mich in den tiefsten Abgrund gestoßen, in nichts als unergründliche Finsternis. Dein Zorn lastet schwer auf mir, wie hohe Brandungswellen wirft er mich um. Alle meine Freunde hast du mir genommen, voller Abscheu wandten sie sich vor mir ab. Ich bin gefangen und weiß keinen Ausweg mehr. Meine Augen sind vom Wein ganz verquollen. Jeden Tag rufe ich Herr zu dir und strecke meine Hände nach dir aus. Thank you.
Psalm 88, die Verse 11 bis 19. Wirst du an den Toten noch ein Wunder tun? Kommen sie etwa aus ihren Gräbern, um dich zu loben? Erzähl mal im Totenreich von deiner Gnade oder in der Gruft von deiner Treue. Sind deine Wunder wohl am Ort der Finsternis bekannt? Wissen die längst vergessenen Toten von deiner Gerechtigkeit? Herr, ich schreie zu dir um Hilfe. Schon früh am Morgen klage ich dir mein Leid. Warum hast du mich verstoßen, Herr? Warum verbirgst du dich vor mir? Seit meiner Jugend bin ich elend und vom Tod gezeichnet. Du hast mir dieses furchtbare Leid auferlegt und jetzt bin ich am Ende. Dein glühender Zorn hat mich zu Boden geschmettert, deine schreckliche Strafe hat mich vernichtet. Die Angst bedrängt mich von allen Seiten, vor dieser tödlichen Flut gibt es keine Entrinnen. Du hast erreicht, dass mir alle den Rücken kehren. Freunde und Nachbarn gehen mir aus dem Weg. Mein einziger Begleiter ist die Finsternis. Ich saß da und es geht mir sehr selten vor Predigten so, dass mein ganzer Körper zittert. Das ist ein bisschen unangenehm, weil du denkst ja, gleich muss ich da hoch und was machst du mit dem Zittern? Also das hatte ich sehr selten vor Predigten. Wahrscheinlich passiert es sehr oft dann, wenn das Thema mich selber sehr angeht. Wenn die Seele schreit, ist ein Herzensthema von mir und über das Thema möchte ich heute mit dir sprechen. Wenn die Seele schreit, da spreche ich nicht von Momenten oder Tagen, wo es dir mal schlecht geht. Ich spreche von dunklen Zeiten, von tiefen Tälern, von Dingen, wo du nicht mehr ein- noch ausweist im Leben. Ich spreche von Zeiten, wo es dir äußerlich niemand ansieht, aber in dir die totale Finsternis ist und der totale Abgrund. Und das kann wochenlang gehen, es kann monatelang gehen, es kann jahrelang gehen und du weißt irgendwann gar nicht mehr, warum bin ich in diese Situation gekommen, wie komme ich da jemals wieder raus. Wir alle werden früher oder später, und vielleicht habt ihr schon erlebt, vielleicht steckt ihr gerade mittendrin, Zeiten erleben, in denen die Seele schreit, in denen die Seele nicht mehr ein- noch ausweist. Und jeder, der mir sagt,
Solche Zeiten gibt's nicht. Und als Christen können wir immer fröhlich und glücklich und dankbar leben. Und den Sieg Jesu heute schon auf Erden immer spüren, dem will ich sagen, es ist nicht echt. Es gehört zum Menschsein dazu, dass wir leiden, dass wir Krisen erleben. Das gehört zum Menschsein dazu und das ist vielleicht der erste Trost, den ich dir heute mitgeben kann. Wenn du eine leidvolle Situation erlebst, wenn deine Seele schreit, es ist völlig normal. Es gehört zum Menschsein dazu. Und ich habe mir heute diesen Psalm rausgesucht, den wir auch schon im Jahr vorneweg gehört haben, Psalm 88. Psalm 88 gehört zu den Klagepsalmen. Es gibt einige Klagepsalmen in der Bibel. Und das Interessante bei den Klagepsalmen ist immer, dass alle Klagepsalmen am Ende mit einer Hoffnungsperspektive enden. Oder zwischendrin irgendwo der Hoffnungsfunken aufblitzt. Auf jeden Fall bei allen Klagepsalmen sehen wir immer noch irgendwie dieses Bekenntnis des Vertrauens. Irgendwo kommt da immer wieder die Zuversicht durch und du denkst dir, wo kommt die her? Und es gibt einen einzigen Klagepsalm in der Bibel, wo keine Hoffnungsperspektive ist, wo kein Hoffnungsfunken drin ist, wo kein Mut mehr zu spüren ist, keine Zuversicht. Und das ist Psalm 88. Und soll ich dir was sagen? Ich bin absolut froh, dass dieser Psalm in Gottes Wort steht. Weil er zeigt mir, dass es wirklich solche Momente gibt bei Menschen, die glauben. Ja, es ist natürlich, es gibt Momente, wo du keine Kraft mehr hast zu glauben, wo du nicht mehr dankbar sein kannst, wo keine Hoffnung mehr da sein kann in deinem Leben. Diese Momente gibt es und darum finde ich diesen Psalm so wertvoll, dass dieser Psalmschreiber nicht irgendwo noch sagt, okay, dann gehe ich jetzt zur Zuversicht und zum Dank, sondern er lässt es einfach mal so. Und dazu möchte ich uns ermutigen, wir leben in einer Gesellschaft, wir können sehr, sehr schwer mit Leid umgehen. Wenn sich einer freut, dann können wir uns mitfreuen, aber sobald einer die Gefühle von Tod, Traurig und Einsamkeit, dann wollen wir irgendwie das schnell lösen, wollen wir es schnell weghaben. Aber warum sagen wir nicht einfach mal, ey, Leid darf genauso seinen Raum haben wie die Freude und es einfach mal stehen zu lassen. Das Beste, was wir Menschen tun können, wenn die Seele schreit, ist, dass wir ihm einfach Raum geben, dass es einfach mal sein darf. Keine Lösung, keine Ratschläge, kein Hey, warum ist das überhaupt so, sondern es darf einfach sein. Und das zeigt uns dieser Psalm, es darf einfach mal schlecht sein. Und ich möchte heute all den Menschen mit diesem Psalm meine Stimme geben, die hier unter uns sitzen oder zu Hause an den Bildschirmen und deren Seele wirklich schreit. Ich möchte uns heute ermutigen, dass Leid genauso einen Platz hat in unserem Leben und unserer Gemeinde wie Freude und Glück. Und ich sage auch, es muss einen Platz haben, das Leid, weil wenn wir das Leid verdrängen und dem Leid keinen Raum geben, dann haben wir bald eine Gesellschaft, in der wir nur noch Masken tragen und in denen diejenigen, die sich dann leidvoll fühlen, denen es schlecht geht, die fühlen sich nur noch schlechter, wenn sie in einer Gesellschaft sind, wo alle irgendwie doch glücklich sind. Ich möchte uns wirklich ermutigen, heute damit ehrlich zu sein, auch die Dinge anzusprechen, die nicht gut sind, und ich werde das ganz persönlich aus meinem Leben heute tun, weil mir das wichtig ist. Ich habe heute 8 kurze Punkte. Also ich sage 8 hört sich erstmal sehr viel an, weil du denkst, oh, das ist sicher die nächste Stunde. 8 kurze Punkte zum Thema, wenn die Seele schreit, wie sich das anfühlt, wenn die Seele schreit und wie wir damit umgehen können. Ich möchte heute den Wert des Leidens ein bisschen erheben. Und mein erster Punkt ist, wenn die Seele schreit, dann fühlt sich das an wie eine endlos lange Schleife. Es ist absolut interessant, dass dieser Psalm die Zahl 88 trägt. Wenn du die 8 mal nachfährst, dann hat die 8 keinen Anfang, sie hat kein Ende und vor allem hat sie keine Öffnung. Die 8 ist eine Endloszahl. Und 2 mal 8, also 88, bedeutet, hey, wenn deine Seele schreit, dann fühlt sich das manchmal endlos lange an. Du weißt nicht, wo es angefangen hat, du weißt nicht, wann es aufhört und es gibt keine Öffnung nach draußen. Das ist der Zustand, wenn die Seele schreit. Und der Psalmbeter, ich werde jetzt immer die Verse in der Luther-Übersetzung lesen, ich finde es super, dass du Hoffnung für alle genommen hast, weil das ist ganz tolle Übersetzung, hatte ich noch nicht gelesen an der Stelle. Ich werde trotzdem Luther nehmen. Und was sehr oft vorkommt, ist, dass der Beter in dieser Endlosschleife steckt, denn er wiederholt Dinge immer und immer wieder, also 2-mal, 3-mal. Er spricht immer wieder vom Tod, von der Grube, von der Finsternis. Er spricht davon öfters, dass er unter den Toten verlassen liegt.
Er spricht öfters davon in diesem Psalm, dass Gottes Zorn ihn niedertritt. Er spricht öfters in diesem Psalm davon, dass Gott seine Freunde und Feinde entfremdet hat. Also er wiederholt die Dinge ständig und du denkst dir, hey, das hast du gerade schon gesagt, warum sagst du es denn wieder? Das ist genau die Situation, wenn wir leiden. Ihr glaubt gar nicht, wenn ich manchmal im Leid stecke, dann gehe ich mir manchmal dermaßen auf den Keks, weil ich manchmal mir denke, ey Chris, jetzt kommst du schon wieder mit der gleichen Leier, ja? Es ist schon wieder das gleiche Thema. Vielleicht kennst du das von dir, dass du denkst, es ist immer wieder das gleiche Thema und ich drehe da Schleife und Schleife und Schleife. Ich möchte jetzt was Ermutigendes sagen. Wo wir Menschen diese Leier, wenn ein Mensch manchmal immer wieder ums gleiche Thema kreist und kreist, wo wir Menschen das manchmal nicht mehr aushalten, weil wir denken, das muss doch endlich ein Ende haben. Ich will dir was ganz Ermutigendes sagen. Das Wesen Gottes ist, dass er ein geduldiger Gott ist. Und Gott dreht mit dir Schleife um Schleife und Schleife. Gott, wenn du die Schleifen deines Leibes drehst, Gott sagt nicht, ey, wann kriegst du es endlich mal auf die Kette? Gott sagt, hey, ich gehe mit dir und drehe wieder eine neue Schleife mit dir um dieses Leid. Das ist das Erste. Wenn die Seele schreit, dann fühlt sich das wie eine endlos lange Schleife an und Gott dreht die Schleife mit dir, weil er geduldig ist. Das Zweite ist, wenn die Seele schreit, dann hör nicht auf, zu deinem Gott zu schreien. Was mich total beeindruckt in diesem Psalm ist, dass der Psalmbeter immer wieder Gott sucht. Also er redet immer wieder Gott an in diesen Psalmen. Und das ist so wichtig für unser Leid, dass wir als Gegenüber immer wieder Gott suchen. Denn wenn wir mit unserem Leid alleine bleiben, dann endet es in einem Monolog, dann endet es in Selbstmitleid und dann endet es in einer Abwärtsspirale. Und was dieser Psalmbeter mich lehrt, ist, dass wir nie aufhören dürfen zu schreien. In Vers 2 bis 3 sagt er, Herr, ich rufe zu dir täglich. Lass mein Gebet vor dich kommen, neige deine Ohren zu meinem Schreien. In Vers 10 sagt der Herr, ich rufe zu dir täglich, ich breite meine Hände aus zu dir. In Vers 14 sagt er, aber ich schreie zu dir, Herr, mein Gebet kommt früh vor dich. Also in diesen endlos Schleifen immer wieder und immer wieder täglich, Tag und Nacht, morgens, ich hebe meine Hände zu dir und ich schreie zu dir, mein Gott. Und das ist für mich so ein Vorbild, was ich dir auch mitgeben möchte. Hör nie auf, zu deinem Gott zu schreien. Und dabei rede ich jetzt nicht darüber, dass du tolle Gebete machen musst, dass du wohlformulierte Sätze vor Gott hinbringen musst. Ich rede auch nicht darüber, dass du im Leid irgendwie dein geistliches Leben, dein Dank und dein Lobpreis aufrechterhalten musst. Alles, diese Last, legt Gott dir nicht auf. Doch Gott wünscht sich eins so sehr, weil du auf Beziehung zu ihm geschaffen bist, dass du nicht aufhörst zu schreien. Und ich gebe dir jetzt einen Schrei für deinen Alltag mit, wenn du leidest. Diesen Schrei, den habe ich durchprogrammiert in meinem Leben, den schreie ich immer wieder. Und der kommt in diesem Psalm vor, ganz am Anfang übrigens. Der Schrei des Beters ist hier, Herr, Gott, mein Heiland. Du brauchst nicht mehr zu schreien in deinem Leben, wenn du im Leid bist. Du musst nichts anderes tun, als morgens, abends immer wieder zu schreien, Herr, Gott, mein Heiland. Herr, im Hebräischen steht hier Jahwe. Jahwe ist der Gott, der von sich sagt, ich bin der, ich bin und ich bin da. Das heißt so viel, wenn du Herr oder Jahwe schreist, dann schreist du zu dem Gott, der immer gegenwärtig ist und dann schreist du zu dem Gott, der sich in seinem Sein nie verändert. Wenn Menschen sich verändern und du leidest und die gehen von dir, Gott geht nicht von dir, weil er sich nicht verändern kann. Wenn du dich einsam fühlst in deinem Leid, du schreist zu Jahwe, er ist der gegenwärtige Gott, auch wenn du es nicht fühlen kannst. Und der zweite Schrei des Beters ist Gott. Hier ist das hebräische Wort, was am öftesten vorkommt, Elohim. Elohim ist der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Elohim ist die größte Macht des ganzen Universums, der ein Wort spricht und deine Seele kann gesund werden. Elohim, die größte Macht des Universums. Schreie Elohim oder schreie Gott. Und die größte Macht des Universums hört dein Schreien. Und das dritte ist, der dritte Schrei ist mein Heiland. Oh, so schön dieses Wort, mein Heiland. So ein schönes Wort. Im Hebräischen Yeshua. Yeshua ist der Gott, der rettet. Was wir in Gottes Wort immer wieder sehen, ist, dass wir einen Gott haben, der sein Volk aus der Gefangenschaft rettet, der es aus Ägypten herausführt, der es aus Babylon befreit und immer wieder aus Notsituationen herausrettet.
Wenn du Jeshua rufst, wenn du mein Heiland rufst, dann rufst du an einen Gott, der dich wirklich retten kann. Lass es zu deinem Schrei werden, Tag und Nacht, der Schrei deiner Seele, Herr Gott, mein Heiland, Jahwe Elohim, Jeshua. Das braucht deine Seele, wenn sie schreit. Denn was jetzt kommt, ist der Zustand, wenn die Seele schreit, die nächsten Punkte. Und der wird ziemlich düster. Wenn die Seele schreit, und das zeigt uns dieser Psalm, das ist mein dritter Punkt, wenn die Seele schreit, dann wirft der Tod Schatten in dein Leben. Kennst du das, wenn der Tod Schatten in dein Leben wirft? Der Psalmbeter verwendet immer wieder die Wortgruppe Tod, Grab, Grube, Tiefe, Finsternis oder an einer anderen Stelle auch Land des Vergessens. Immer und immer wieder kommt der Tod durch diesen Psalm hindurch. Der Zustand, in dem sich dieser Beter hier befindet, der ist absolut düster, trostlos und hoffnungslos. Allein beim Lesen dieses Psalms, ich konnte ihn manchmal gar nicht mehr durchlesen, weil die Macht des Todes, die in diesem Psalm spürbar ist, die ist so stark, dass sie mich manchmal echt entmutigt hat, wenn ich diesen Psalm gelesen habe. Es kommt so stark durch diesen Psalm hindurch, der Tod. Und der Tod wird hier als ein Zustand beschrieben, wo alles verstummt, wo nichts mehr zu hören ist. Der Tod wird als ein Zustand beschrieben, wo man getrennt ist vom Leben, getrennt ist von Gott. Als ein Zustand der absoluten Vergessenheit. Der Tod wird als ein Zustand beschrieben hier, als ein Land der Finsternis, als ein Ort, wo kein Licht mehr hineinleuchtet, wo alles nur noch dunkel ist und man geschieden ist vom Leben. Und wenn unsere Seele schweigt, dann befinden wir uns oft genau in der Situation, dass der Tod diese Schatten in unser Leben hineinwirft. Dass wir manchmal denken, wir sind schon so tief und kein Licht kommt mehr hinein. Und ich weiß nicht, ob du die Situation kennst, aber ich kenne viele Menschen. Und ich selbst leide seit Jahren unter diesen Zuständen. Ich habe eine Krankheit. Seit 18 Jahren trage ich sie mit mir. Es sind Depressionen. Es ist nicht eine vorübergehende Phase von mir geht's mal nicht gut, sondern es sind unendliche Tiefen, wo du nicht mehr weißt, komme ich zurück ins Leben, komme ich zurück ins Fühlen, komme ich zurück ins Weinen, komme ich zurück ins Lachen, ich will das Leben wieder fühlen, aber ich kann es nicht. Ich kenne die Phasen, wo der Tod Schatten in mein Leben hineinwirft und ich nicht mehr weiter weiß. Und diese Todesschatten, die sind manchmal so massiv bei Menschen und auch bei mir, dass du einfach weg willst vom Leben. Weil du bist in einer Gruppe von Menschen und alle lachen oder haben diese Masken auf und vielleicht lachen sie ja gar nicht, aber die Maske lacht zumindest von den Menschen und du bist hinter deiner Maske und denkst dir, ey, ich bin der Einzige, dem es so geht. Aber ich will dir sagen, ich bin damit nicht der Einzige. Heutzutage bleiben in Deutschland laut Statistik bei Menschen zwischen 18 und 69, über 69 wurde gar nicht gemessen, jeder fünfte Deutsche erkrankt in seinem Leben einmal an einer Depression. Das sind noch nicht die depressiven Phasen dabei, die auch monatelang gehen können. Jeder fünfte Deutsche. Von Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren, zwei Schüler pro Schulklasse, und das ist noch wenig, zwei Schüler pro Schulklasse mindestens, die eine Depression haben. Eine Depression, wo der Tod Schatten ins Leben wirft von Menschen. Das ist der Zustand, wenn ich unser Land schaue. 2018 starben 9.000, ich muss genau hingucken, dann kann ich es euch genau sagen, 9.396 Menschen an Suizid. Das sind 25 Selbstmorde pro Tag. 25 Menschen pro Tag in Deutschland nehmen sich das Leben, weil der Tod so massive Schatten in ihr Leben wirft, dass sie nichts mehr an Licht sehen können und die Hoffnung und den Sinn aufgeben im Leben. Das ist eine absolut schwere Belastung. Und ich möchte dir heute eins sagen, ich habe dafür keine Lösung. Ich habe sie nicht. Und ich möchte in solchen Situationen, in solchen Zeiten auch manchmal gar keine Lösung haben. Das Wichtigste in solchen Zeiten ist erstmal, dass wir diese Zeiten annehmen. Ja, der Tod kann Schatten in unser Leben werfen. Das Erste ist annehmen, nicht dagegen anzukämpfen. Und das Zweite ist, dass wir Räume schaffen, Räume in unseren Gemeinden, Räume in unserer Gesellschaft, in unseren Familien, wo wir das einfach mal aussprechen können, wie es uns geht. Wo wir uns nicht begründen müssen, warum geht es uns so, warum fühlen wir so. Gefühle kannst du manchmal nicht begründen. Sondern dass wir nehmen den Tod der Macht in erster Linie auch dadurch, komme ich später übrigens noch,
Wir nehmen dadurch die Macht, dass wir Menschen den Raum geben, über ihre Gefühle und über den Schrei ihrer Seele zu reden. Wir brauchen eine Kultur, wo Leid sein darf, wo Leid nicht wegdiskutiert, weggedrängt wird, sondern wo Leid wirklich Raum bekommen darf. Weil wenn es Raum bekommt, dann nimmt es dem Ganzen die Macht. Das kann ich euch versprechen. Ich mache das übrigens seit 2 Jahren, dass ich offen über meine Depression rede. Und ich kann dir sagen, ich weiß nicht, ob die letzten 6 Jahre Psychotherapie von 20 bis 26 mir so viel gebracht haben, wie in den letzten 2 Jahren offen ehrlich darüber zu reden. Weil die Macht von dem Ganzen genommen wird. Das ist der dritte Punkt. Wenn deine Seele schreit, ruft der Tod Schatten in dein Leben und es ist gut, dass wir Licht da hineinbringen. Und das vierte ist, wenn deine Seele schreit, dann kannst du nicht mehr. Kennst du Momente, wo du sagst, ich kann nicht mehr? Es ist das Fass ist am Überlaufen. Kennst du diese Momente, wo du sagst, ich habe das Leiden so satt? Der Beter, der schreibt hier im Psalm 4, denn meine Seele ist übervoll an Leiden. Und das Wort für übervoll, was hier eigentlich steht, ist, meine Seele ist satt an Leiden, sie ist gesättigt. Und wenn wir dieses Wort im Alten Testament angucken, dann wird es eigentlich immer für was Positives gebraucht. Und dafür, wenn das Volk Gottes gesättigt ist an Nahrung, also Wüstenwanderung, Manna, das Volk ist gesättigt an Nahrung. Und hier wird es in einem negativen Sinn gebraucht. Meine Seele ist gesättigt an Leid, da geht nicht mehr drauf. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du bei Oma zu essen bist oder in einer anderen Kultur, meinetwegen. Und du hast deinen Teller gegessen, du kannst nicht mehr und ohne zu fragen, ja, liegt schon der nächste Schweinebraten oder was auch immer, das nächste Klöß, bei mir in Franken ist es so, liegt das nächste Klöß auf dem Teller. Und du sitzt vor diesem Klöß im Schweinebraten und denkst, es schmeckt so gut, ja, aber boah, ich kann nicht mehr, ich platz gleich, ja, ich bin satt, ich platz, ich kann nicht mehr. Und so ist es manchmal, wenn unsere Seele schreit mit dem Leiden, dass wir sagen, ich kann keinen Nachschlag mehr auf diesen Teller. Es geht kein Leiden, es geht hier nicht mehr. Es ist mehr, als ich tragen kann. Doch es gibt Zeiten in unserem Leben, wo wir mehr zugemutet bekommen, als wir eigentlich tragen können. Das ist ein spannender Satz, können wir theologisch nachhinein diskutieren. Es gibt da andere Ansichten, aber ich glaube, es gibt im Leben Zeiten, wo wir mehr zugetragen bekommen, als wir eigentlich tragen können. Wo wir über die Maßen überfordert werden. Der Psalmbeter schreibt hier, ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Die ganze Kraft ist raus. Er sagt, ich hab keine Kraft mehr, ich habe keine Lösung mehr, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Gott lässt Dinge in unserem Leben zu, wo wir über unsere Maßen beschwert werden. Und ich frage mich immer, Gott, warum tust du das? Gott, warum muss ich immer wieder in diese tiefen Phasen in meinem Leben der Depression hineinkommen, wochenlang, wo ich keinen Ausweg sehe? Warum? Ich habe keine One-and-Only-Antwort, weil das wäre ein neues Thema für sich. Warum dieses Leid? Aber ich habe eine Antwort für mich, die mir hilft, in meinem Leid den Wert abzugewinnen. Sie steht im 2. Korintherbrief im Kapitel 1, die Verse 8 bis 9. Dort schreibt Paulus, der große Missionar: Wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst beschlossen hielten, zu sterben. Der große Missionar erlebt das ganze Leid über seine Kraft hinaus, über die Maßen beschwert, dass er fast am Leben verzagt. Paulus kennt es, wenn der Tod Schatten in sein Leben wirft und er eigentlich nicht mehr kann. Es ist was Reales, dass wir manchmal über die Maßen beschwert werden. Und Paulus sagt dann, warum ist es so? Das schreibt er weiter, doch warum? Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Der Wert, den Paulus dem Leiden abgewinnt, ist folgender: Durch Leiden beginne ich im Leben, ein Mensch zu sein, der sein Vertrauen voll und ganz auf Gott setzt. Es ist leicht zu sagen, wenn es uns gut geht, ja Gott, ich vertraue dir ganz. Aber wenn es uns wirklich schlecht geht, zu sagen, Gott, ich vertraue dir ganz, das ist ganz schön schwer. Aber durch Leid lehrt uns Gott, und das ist für mich ein großer Wert des Leidens, er lehrt mich, ein Mensch zu sein, der sein Vertrauen nicht nur auf sich selbst setzt, sondern voll und ganz auf Gott setzt. Weißt du, ich arbeite heutzutage als Coach, und da versucht man sich ja auch selbst zu coachen, in solchen Situationen, aber es gibt Momente, da geht es nicht mehr. Das geht nicht mehr, ich komme da nicht raus, ich kann es nicht aus meiner eigenen Kraft. Und da lerne ich, mein Vertrauen voll und ganz auf Gott zu setzen.
Es ist nicht die One and Only Antwort, warum du gerade schwere Dinge in deinem Leben erleiden musst und warum deine Seele schreit. Doch was du lernen kannst durch Leiden ist, dass dein Vertrauen stärker und stärker wird in Jahwe Elohim Yeshua. Wenn du Gott zuschreibst, ich kann nicht mehr, dann ruft Gott dir entgegen, aber ich kann. Vertraue auf mich. Das ist das, was du lernen kannst im Leiden. Wenn deine Seele schreit, dann kannst du nicht mehr, dadurch lernst du dein Vertrauen auf Gott zu setzen. Fünfter Punkt. Wenn deine Seele schreit, dann kannst du Gottes Gegenwart nicht mehr spüren. Leid hat immer was Auswirkungen auf unsere Gottesbeziehung. Es ist immer so, dass unser Gottesbild sich im Leiden verändert und es kann manchmal ganz schön heilsam und gesund sein. Aber was bei vielen Menschen passiert, und ist doch so schmerzlich, sie sagen, ich kann Gottes Gegenwart nicht mehr spüren im Leid. Und das ist die Situation, die dieser Psalmbeter hier sagt. Er sagt, ich liege unter den Toten verlassen, wie die Erschlagenen, die im Grabe liegen, derer du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand geschieden sind. Und an einer anderen Stelle betet er, warum verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wisst ihr überhaupt, wer diesen Psalm geschrieben hat? Der Psalmschreiber hieß Heman. Und es war eigentlich ein Mensch, der eigentlich ständig in der Gegenwart Gottes war. Heman war ein Levit. Und die Leviten waren dafür zuständig, dass sie Gottesdienst am Tempel getan haben. Und noch genauer war Heman ein Sänger. Heman war angestellt, um Lobpreis zu machen, Tag und Nacht. Der muss es doch denken, der ist immer in der Gegenwart Gottes. Und jetzt ruft er uns zu, hey Leute, egal wie nah ich durch Lobpreis und so weiter Gott bin, es gibt die Zeiten, wo ich Gott nicht spüre, wo ich seine Gegenwart nicht, wo sie nicht da ist. Und dieser Heman, dieser Psalmschreiber, er ruft zwar zu Yeshua, der immer gegenwärtig ist, aber er kann Yeshua, seine Gegenwart, nicht spüren. Der Heman, er ruft zu Yeshua, zu dem rettenden Gott, aber er kann die rettende Hand Gottes in seinem Leben gerade nicht erleben. Und trotzdem ruft er. Und wisst ihr, was in Situationen, wo wir Gottes Gegenwart nicht spüren können, am meisten hilft? Es ist eine Erfahrung aus meinem Leben. Am meisten hilft mir in solchen Situationen, dass ich die Situation annehme. Und es ist nicht einfach, ich gebe mich zufrieden damit, und es ist halt so. Aber ich habe so viele Jahre versucht, in der Dunkelheit und Finsternis meines Lebens, durch Lobpreis, durch Bibellesen, durch Sabbatzeiten, was auch immer, durch viel Anstrengung, Gottes Gegenwart wieder zu spüren, weil es unaushaltbar ist, nur die Finsternis zu spüren. Aber je mehr ich mich angestrengt habe, desto mehr bin ich verzweifelt daran, dass ich sie nicht spüre. Wenn wir beginnen, dagegen anzukämpfen, dass wir Gottes Gegenwart nicht spüren, dann wird es nur noch schlimmer. Erst als ich angefangen habe, in meinem Leben zu sagen, ich nehme das an, Gott, dass ich deine Gegenwart nicht spüre. Ich nehme das an, Gott, und damit traue ich dir auch zu, dass ich diese Situation durchstehen kann. Ich traue dir zu, dass ich gerade leben kann, ohne deine Gegenwart zu spüren. Erst als ich gesagt habe, ich nehme das an, kam Frieden und Ruhe in meine Seele. Es ist eine unglaubliche Kraft, die in der Annahme steckt. Zu sagen, Gott, ich gebe dir recht, du weißt gerade am besten, was für mein Leben dran ist. Anscheinend ist es gerade dran, deine Gegenwart nicht zu spüren. Ich nehme es an. Es ist so. Ich sehe mich danach, ja, aber ich nehme es an, dass es gerade so ist. Ich höre auf zu kämpfen. Ich höre auf zu ringen. Sondern Gott, ich sage, ich nehme es an, ich gebe dir recht und du weißt, was dein Plan ist. Vielleicht kannst du spüren, was für eine Ruhe und Frieden das in eine Situation hineinbringen kann, die Annahme. Dazu möchte ich dich ermutigen, dass du sagst, hey, ja, gerade ist es so, ich kann seine Gegenwart nicht spüren, ich nehme es an, es ist hart, aber ich nehme es an. Wenn deine Seele schreit, dann kannst du Gottes Gegenwart nicht mehr spüren. Sechster Punkt, wenn deine Seele schreit, dann fühlst du dich einsam. Was dieser Psalmbeter zweimal in diesem Psalm wiederholt, ist folgendes, fast den gleichen Wortlaut, es steht in Vers 9 und Vers 19. Meine Freunde und meine Nächsten hast du mir entfremdet und meine Verwandten hältst du fern von mir. Der Psalmbeter, er fühlt sich wie ein Fremder. Der Psalmbeter geht in Gemeinden, in Gesellschaften, er sieht die Leute mit Masken, alle lachen irgendwie und er fühlt sich fremd.
Kennst du das Gefühl, dich fremd zu fühlen unter all den Menschen, denen es so gut geht? Und wenn du dich fremd fühlst, dann fühlst du dich nicht mehr zugehörig und verbunden. Und dann kommt das Gefühl, was unerträglich sein kann, das ist die Einsamkeit. Einsamkeit ist eines der schlimmsten Gefühle, die wir manchmal als Menschen erleben müssen. Einsamkeit ist das Gefühl, wo du merkst, keiner versteht mich, keiner versteht das Schreien meiner Seele. Weißt du, in meinem Leben habe ich mir so oft gewünscht, manchmal mehrere Beinbrüche zu haben, anstatt diese blöde Krankheit von Depressionen, weil Beinbrüche, das sieht ja jeder, ja? Ich kann es erklären, ich bin vom Fahrrad gefallen, habe ein Bein gebrochen, was auch immer, Fußball gespielt, Bein gebrochen, du bekommst Mitleid und Mitgefühl. Aber jetzt Menschen zu erklären, dass ich mich isoliert, abgeschnitten vom Leben fühle, dass es nicht mehr geht, ich kann es ihnen gar nicht übel nehmen, aber das verstehen viele einfach nicht. Wenn unsere Seele schreit, dann passiert ein was, dann müssen wir oft damit leben, diese Zeiten, dass uns keiner versteht. Und unsere Freunde, unsere Verwandten, die wollen uns nur Gutes. Und darum fragen sie halt auch, ey, warum ist es so? Aber jede Frage, die mir kommt, ey, warum ist es so, Chris, die macht mich nur noch einsamer, weil ich es nicht erklären kann. Und Freunde und Verwandte, und das passiert oft, die können diese Todesschatten im Leben von uns nicht aushalten. Das ist so schwer, Leid von anderen Menschen auszuhalten, dass du nicht erklären kannst. Darum fangen sie an, uns Lösungen zu geben. Und das macht uns noch einsamer, weil unser Leid nicht ernst genommen wird. Ey, wenn deine Seele schreit, dann gehört es dazu, dass du dich phasenweise einfach einsam fühlst. Das ist einfach so. Ich kann es leider auch nicht besser reden, aber das gehört dazu. Das Einzige, wozu ich uns ermutigen möchte an solchen Stellen, und das ist das, was ich von meinem Leben immer mehr lerne, das ist das Bild von Hiob. Was haben die Freunde von Hiob in den ersten 7 Tagen richtig gemacht? Keine Lösung, kein Ratschlag, kein warum ist es so, 7 Tage mit ihm am Boden gesessen, in dieser Leidensgemeinschaft und ausgehalten. Ey, wenn du schweigst und das Leid mit aushältst, das kommt deinem Gegenüber sowas von zugute, weil dann nimmst du es ernst, was derjenige hat. Und dazu möchte ich uns wirklich ermutigen, wenn das nächste Mal dir jemand erzählt von seinen Gefühlen, frag nicht, hey, warum ist es so und so, sondern sag einfach, ey, ich kann es vielleicht auch gerade nicht nachempfinden, aber ich möchte mit dir einfach gerade da sein. Ich glaube, es ist für dich wirklich schlimm. Ich möchte es mit dir tragen. Das ist das, was wir machen können, damit die Einsamkeit ein bisschen weniger wird. 7. Punkt, einer der krassesten Punkte, wenn die Seele schreit. Wenn deine Seele schreit, dann fühlst du dich von Gott verstoßen. Der Beter, er kann Gottes Gegenwart nicht mehr spüren. Der Beter, er kann nicht mehr, er hat keine Kraft mehr. Der Beter fühlt sich einsam, von seinen Freunden und Nächsten irgendwie verlassen. Und dann kommt noch eine Sache obendrauf, die ihm das unerträglich macht. Und es ist das Gefühl, Gott hat ihn verstoßen. Er sagt 2-mal in diesem Psalm, dein Zorn drückt mich nieder. Und in Vers, jetzt muss ich kurz gucken, in Vers 15 drückt das aus, Gott, warum verstößt du meine Seele? Ich habe mich letztens wieder mit einem Mädchen unterhalten, die unter Depressionen leidet. Und sie sagt, Chris, weißt du, was das Schlimmste für mich ist? Das Schlimmste ist für mich das Gefühl, dass Gott mich nicht mehr liebt. Das Schlimmste ist für mich das Gefühl zu ertragen, Gott ist zornig auf mich. Das Schlimmste ist das Gefühl, alle anderen hat Gott lieb, aber mich nicht. Ey, wenn dein Leid Monate und Jahre lang andauert, dann kann es irgendwann passieren, dass du, wenn du keinen Grund im Außen findest, dass du den Grund in dir selbst suchst. Und dass du anfängst zu sagen, ich bin falsch. Gott ist irgendwie zornig auf mich, er mag mich nicht, alle anderen mag er, aber mich nicht. Das werden dann plötzlich zu ganz lauten Sätzen in deinem Leben. Ich kenne diese Sätze, wo du anfängst, dich selbst zu verdammen. Und ich will dir einfach sagen, diese Sätze, die kommen nicht von Gott. Diese Sätze, sie kommen nicht von dir. An dem Punkt deiner größten Schwachheit greift der Widersacher Gottes an wie sonst was. Die Punkte, dein Gott ist zornig auf dich. Gott verstößt dich, er liebt dich nicht mehr. Das ist die Angriffsfläche des Satans, der einen Keil zwischen dir und deinem Gott bringen will. Er will, dass du zweifelst daran, dass Gott dich liebt und dass er dich freigemacht hat,
und dass es für dein Leben keine Verdammnis mehr gibt. Aber es ist die Wahrheit. Jesus hat am Kreuz alles bezahlt, es ist vollbracht. Es gibt keine Verdammnis mehr für dich, der du in Jesus Christus bist. Es ist die Wahrheit. Aber der Teufel versucht nichts mehr, als diese Wahrheit zu korrumpieren und dir einzureden, du bist schuld an deinem Leiden, du machst was falsch, deine Gottesbeziehung passt nicht. Ey, wenn du leidest, dann machst du gar nichts falsch. Das musst du einfach mal wissen. Wenn du leidest, machst du nichts falsch. Wenn du leidest, dreht dein Gott die Schleifen mit dir und er ist absolut für dich. Das ist die Situation, das ist die Wahrheit. Und du bist ein Kind Gottes und nichts kann dich aus seiner Hand reißen. Ey, wenn du es nicht fühlst, herzlichen Glückwunsch, es geht mir manchmal genauso. Aber die Wahrheit musst du trotzdem hören. Gott liebt dich. Und so komme ich zum allerletzten Punkt. Wenn deine Seele schreit, und das steht in diesem Psalm hier nicht drin, aber das sehe ich, wenn ich aufs Neue Testament überblicke. Wenn deine Seele schreit, und diese Hoffnungsperspektive möchte ich dir heute geben, dann schau auf Jesus. Wenn deine Seele schreit, dann schau auf Jesus. Weißt du, was ich sehr oft gemacht habe und was starke Zeiten war, wo ich mir ein Kreuz aufgestellt habe, sei es im Wald oder irgendwo in der Kirche oder so, mich vor ein Kreuz gesetzt habe und das Kreuz betrachtet habe und geguckt habe, was sagt mir das Kreuz? Denn im Kreuz von Golgatha liegt die Kraft, die dir weiterhilft, durch das Leiden durchzugehen. Und damit möchte ich diese Punkte jetzt einfach mal abrunden. Ich habe am Anfang gesagt, wenn deine Seele schreit, dann ist das wie eine endlos lange Schleife. Wenn ich aufs Kreuz von Golgatha blicke, dann gibt es dort Jesus, der Dreh- und Angelpunkt ist für die endlos langen Schleifen. Denn Jesus Christus von Golgatha hat die endlos langen Schleifen durchbrochen. Jesus Christus von Golgatha hat uns befreit und durch ihn können wir ewiges Leben haben. Und du magst noch durch so viel Leid gehen, aber das Kreuz ist der Dreh- und Angelpunkt, dass diese endlos Schleifen spätestens in der Ewigkeit ein Ende haben. Es ist kein billiger Trost, es ist der beste Trost, der eine Kraft gibt im Leiden. Am Ende wird alles gut werden. Jesus Christus hat dafür bezahlt. Es gibt keine, er hat die Endlosschleife durchbrochen. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich gesagt habe, wenn deine Seele schreit, dann schrei, hör nicht auf, zu deinem Gott zu schreien. Und wenn ich auf Jesus schaue und ans Schreien denke, dann denke ich, als Jesus am Kreuz hing, dort war er der Einzige, wo Gott sein Angesicht wirklich weggewendet hat. Weil alle Krankheit, aller Schmerz, alles Leid, alle Schuld auf ihm lag, Gott hat sich wirklich abgewendet von ihm. Und als Gott sich wirklich abgewendet hat, hat Jesus ein was nicht getan. Er hat nicht aufgehört zu schreien. Er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und damit ist Jesus mir ein großes Vorbild. Wenn Jesus als Mensch, der am Kreuz stirbt, es schafft zu schreien, gegen alle Gefühle der Verlassenheit hindurch, dann werde ich weiter zu Jahwe Elohim Yeshua schreien, auch wenn ich nicht fühle, dass er da ist. Ich werde nicht aufhören zu schreien, weil Jesus geschrien hat. Und das Dritte ist, wenn deine Seele schreit, habe ich gesagt. Was habe ich denn gesagt? Als du das. Bei 8 Punkten sind wir langsam mal hier. Da gucken wir jetzt mal nach. Wenn deine Seele schreit, dann wirft der Tod Schatten in dein Leben hinein. Das habe ich gesagt. Wenn ich auf Jesus blicke, auf den Mann, der gekreuzigt ist, der durch den Tod hindurchgegangen ist, nicht nur durch die Schatten, sondern wirklich durch den Tod, dann heißt es am Ende, er ist auferstanden am dritten Tage. Das ist eine felsenfeste Wahrheit. Das heißt für dein Leben, der Tod kann nur noch Schatten in dein Leben hineinwerfen, aber er kann dich nicht mehr besiegen. Der Tod hat keine Macht über dich. Er kann die grausamsten Schatten in dein Leben hineinwerfen, aber der Tod ist besiegt durch Jesus. Ich weiß nicht, ob dir das in deinem Leiden hilft, aber ich möchte dir trotzdem sagen, der Tod hat keine Macht über dich. Jesus ist stärker. Jesus ist stärker in den Schatten deines Todes. Das Vierte, was ich gesagt habe, wenn deine Seele schreit, dann kannst du nicht mehr. Und was ich von Jesus lerne, als Jesus ausgepeitscht wurde, diese tiefen Fleischwunden hatte und sein Kreuz auf Golgatha tragen musste, ist er unter der Last des Kreuzes zusammengebrochen. Und es war dann plötzlich jemand anderes, der sein Kreuz getragen hat. Und irgendwie erinnert mich das so dran, wenn ich das sehe, wenn ich keine Kraft mehr habe, mein Kreuz zu tragen, wenn ich nicht mehr kann aus mir selber heraus, dann wird Gott eine Ermutigung, einen Vers, einen Menschen, was auch immer, wird jemanden schicken, der mit mir mein Kreuz trägt. Das
Das lerne ich, wenn ich auf Jesus schaue. Das fünfte ist, wenn deine Seele schreit, habe ich gesagt, dann kannst du Gottes Gegenwart nicht mehr spüren. Ich möchte einfach die Verheißung zusprechen, die Jesus in dein Leben sagt. Jesus hat gesagt, als der Auferstandene, ich werde bei euch sein alle Tage bis an das Ende der Welt. Du wirst es nicht spüren können, nimm es an, ich kann es manchmal nicht spüren, aber die Verheißung steht trotzdem, Jesus wird bei dir sein in den tiefsten Schatten des Todes bis an das Ende der Welt, das ist die Wahrheit. Das sechste war, ich habe gesagt, wenn deine Seele schreit, dann fühlst du dich einsam. Es gibt keinen Menschen, der Einsamkeit besser nachvollziehen kann als Jesus. Jesus war der Mensch, der aus der Herrlichkeit Gottes kam, den konnte doch keiner verstehen. Also es ist doch total schwer, du kommst aus der Herrlichkeit Gottes hier auf diese Erde und das ist total schwer. Seine Familie hat sich gegen ihn gewandt und am Ende seine Jünger. Er war der Einsamste unter allen Menschen. Ey, wenn du einsam bist, niemand wird deine Einsamkeit besser verstehen können als Jesus. Weil Jesus hat die größte Einsamkeit getragen. Und Jesus sitzt mit dir wie die Freunde Hiobs am Boden und hält deine Einsamkeit aus. Jesus ist bei dir in deiner Einsamkeit. Und wenn deine Seele schreit, habe ich gesagt, dann fühlst du dich von Gott verstoßen. Und wenn ich auf Jesus schaue, dann die Wahrheit ist, er ist der Einzige, den Gott wirklich verstoßen hat. Er hat die Schuld der Welt getragen. Es gibt keine Verdammnis mehr für dich. Gott kann nur noch ein was im Leben, wenn er auf dein Leben schaut. Er kann dich nur noch lieben. Er kann dich nicht verstoßen. Du denkst es von dir selber, der Widersacher redet dir es ein. Aber das Kreuz von Golgatha zeigt mir, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Wenn deine Seele schreit, dann schau auf Jesus. Ich hoffe, ich konnte dir durch diese Predigt hindurch ein bisschen Mut machen. Ich rede unglaublich gerne über dieses Thema, weil ich glaube, wir brauchen es, dass wir über dieses Thema auch reden. Und dass es auch einfach mal sein darf. Ich wünsche dir, dass du ermutigt in diese neue Woche gehen kannst. Und ich leite es einfach über, weil ich habe keinen perfekten Schluss formuliert, weil ich dachte, schauen wir mal, was kommt. Ich leite über zu dem Lied, das eines der größten Hoffnungspunkte in meinem Leben ist, wenn ich leide. Es ist das Lied, in Christus ist mein ganzer Halt. Und dieses Lied darfst du so in deine Seele hineinsingen jetzt, dass es dir neue Kraft und neue Stärke gibt.
Vater im Himmel, wir kommen vor dich als derjenige, der von sich sagt, ich bin dein Vater und du bist unser Vater, der uns liebt. Und wir kommen vor dich als den Retter der Welt, als derjenige, der den Tod überwunden hat. Und die Schatten des Todes können noch unser Leben brüllen, aber sie können uns nicht mehr überwinden, weil du den Tod überwunden hast, Jesus. Ich bitte für jede einzelne Seele unter uns, die schreit. Ich bitte, dass du ihr Raum gibst, darüber zu reden, dass sie nicht alleine bleiben muss. Ich bitte, Jesus, dass du uns Menschen gibst, die mit uns unser Kreuz tragen, wenn die Last wirklich schwer auf uns liegt. Und ich bitte, dass du uns immer wieder neuen Mut und neue Kraft zukommen lässt, wo wir keine Kraft mehr haben. Jesus, ich weiß, dass du durch dieses tiefe Leid, das du uns oft auferlegst, unseren Charakter formst und dass du unser Vertrauen in dich stärkst. Und ich bete, dass durch unser Leid und durch unser Vertrauen noch größer und größer wird und dass dieses Vertrauen als ein Zeugnis in diese Stadt und in dieses Land hinausgeht, dass du wirklich der Gott bist, der gegenwärtig ist, der Gott bist, der mächtig ist und der Gott bist, der rettet. Ich bete, dass durch unser Vertrauen ein Glanz, ein Lichtglanz in diese Welt hinausgehen kann. Bitte stärke das Vertrauen in uns. Und bitte nimm jede einzelne Seele, die schreit, dass sie heute an diesem Tag etwas erleben darf, wo sie spürt, du bist gegenwärtig und sie ist nicht allein. Jesus, bitte sei bei all den Menschen, die auch heute wieder kurz davor stehen, dem Leben ein Ende zu machen. Ich bete, dass du ihnen begegnest und dass du ihr Leben bewahrst, dass sie neue Hoffnung sehen können, neue Hoffnung, die sie hindurchträgt. Jesus, du bist ein guter Gott, der den Weg vor uns vorangegangen ist und wir sind befreit. Und in deinem Namen wollen wir beten, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich würde gerne wieder Platz nehmen. Wir haben jetzt das nächste Lied.
Ihr dürft mal gern zum Segen aufstehen. Und ich segne euch mit diesem Segen. Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der mich hält. Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der mir hilft. Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der mich hört. Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der mich schützt. Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der mich liebt. Jesus Christus spricht, ich bin bei dir alle Tage, bis an das Ende der Welt. Gott segne und begleite dich heute und an jedem Tag in Ewigkeit. Amen. An meiner Seite, es hat mich riesig gefreut, in Zweibrücken zu sein. Ich komme nächstes Jahr wieder, wenn ich eingeladen werde, weil ich glaube ich schon eingeladen werde. Freut mich sehr, hier zu sein. Dankeschön.